22. Juni. Der beste Tag seit Ewigkeiten. Es fing damit an, dass Mom für uns Pfannkuchen machte. Okay, keine Pfannkuchen, wie wir sie von früher kennen, aber ziemlich nahe dran. Wasser statt Milch, Trockeneiweiß statt Eiern, wodurch sie fluffiger und leichter wurden. Keine Butter, aber dafür jede Menge Ahornsirup. Wir fanden sie jedenfalls super lecker. Mom lächelte, wie sie seit Wochen nicht mehr gelächelt hat. Johnny wollte noch mehr und Mom machte noch welche für ihn und für alle anderen auch, denn wir futterten wie Scheunendrescher. Mom schickte Matt rüber, um Mrs. Nesbitt zu holen, und so kamen die auch zu ihren Pfannkuchen. Es war ein tolles Gefühl, mal so richtig satt zu sein, ohne immer noch mehr oder irgendetwas anderes haben zu wollen. Nachdem ich in Ruhe verdaut hatte, worauf Mom bestand, ging ich zum See. Dan war schon da, Emily auch, aber Karen ließ sich nicht blicken. Der Himmel war bedeckt, aber es war immer noch stickig und heiß und das Wasser war wunderbar erfrischend. Wir sind geschwommen, erst unsere Bahn, dann um die Wette und hatten viel Spaß. Und dann, es war wirklich mein Glückstag, musste Emily nach Hause, weil sie noch irgendetwas zu erledigen hatte, so dass Dan und ich allein waren. Na gut, es war noch ein halbes Dutzend anderer Leute am See, aber die kannten wir nicht, also waren wir trotzdem irgendwie allein. Wir sind noch ein bisschen länger im Wasser geblieben, dann haben wir uns abgetrocknet, nicht ganz das Wetter, um sich in der Sonne trocknen zu lassen, und haben einen Spaziergang durch den Wald gemacht. Es war wunderschön, wir haben Händchen gehalten, uns umarmt und geküsst. Wir haben viel geredet, aber manchmal haben wir auch einfach gar nichts gemacht, haben nur zwischen den Bäumen gestanden und den Vögeln gelauscht. Ganz tief drinnen frage ich mich manchmal, ob Dan mich unter normalen Umständen überhaupt wahrgenommen hätte. Klar, ist er immer nett zu mir gewesen, in der Schule und auch beim Training, aber es ist schon ein ziemlicher Unterschied, ob er mich für meinen Kraulstil lobt oder mich im Wald in die Arme nimmt und küsst. Sollte jemals wer dieses Tagebuch lesen, dann sterbe ich. Dan brachte mich nach Hause, kam aber nicht mit rein. Es war Mittagszeit und es gibt die unausgesprochene Abmachung, während der Essenszeiten nirgendwo reinzuschneien. Für Peter scheint sie nicht zu gelten, aber der bringt ja auch immer was zu essen mit. Als ich in die Küche kam, empfing mich ein ungewohnter, köstlicher Duft, den ich nicht genau identifizieren konnte. Und dann sah ich, wie Mom einen dicken weißen Klumpen mit den Fäusten bearbeitete. Dabei grinste sie regelrecht übers ganze Gesicht. »Ich backe Brot«, sagte sie. »Die Pfannkuchen haben mich auf den Gedanken gebracht, mal nachzusehen, was wir sonst noch haben, und da fiel mir ein, dass ich Hefe gekauft hatte. Sie lag noch im Kühlschrank, ich hatte sie dort einfach vergessen. Ich nehme Wasser statt Milch, aber das geht auch. Heute Abend gibt es frisch gebackenes Brot.« »Du machst Witze«, sagte ich. Es schien zu schön, um wahr zu sein. »Die Hefe reicht für ungefähr 6 Brote«, sagte Mom. »Heute backe ich 2, eins für uns, ein halbes für Mrs. Nesbitt und ein halbes für Peter. Sobald wir das aufgegessen haben, backe ich das nächste. Es gibt keinen Grund, damit zu warten. Wir werden so lange Brot essen, wie wir können. Danach werde ich Rezepte ohne Hefe ausprobieren. Und es wird noch so lange irgendetwas Brotähnliches geben, bis das Mehl alle ist. Warum ist mir das nicht bloß schon früher eingefallen?« »Vielleicht können wir einen Teil davon bis zum Herbst aufsparen«, sagte ich, »wenn Johnny und ich wieder aus Springfield zurück sind.« Und weil heute eben ein Glückstag war, hatte ich das noch nicht ganz ausgesprochen, als auch schon das Telefon klingelte. Das Geräusch hatte ich schon so lange nicht mehr gehört, dass ich fast einen Herzinfarkt bekam. Ich ging dran und es war Dad. Johnny und Matt waren im Park, die konnten also nicht mit ihm sprechen, aber ich dafür umso länger. Es war so schön, seine Stimme zu hören. Ihm geht es gut und Lisa auch. Sie war beim Gynäkologen und mit dem Baby ist auch alles in Ordnung. Dad sagt, dass er jeden Tag 3-mal versucht, uns oder Grandma oder Lisas Eltern zu erreichen. Vor ein paar Tagen hat er mit Grandma gesprochen und es geht ihr gut. Und vor einer Woche hat Lisa ihre Eltern erreicht. Bei denen war auch alles in Ordnung. Er meinte, er könne es kaum noch erwarten, uns zu sehen, und wir würden das schon irgendwie hinkriegen. Springfield hat zwar schon seit Wochen keine Lebensmittellieferungen mehr bekommen, aber er und Lisa haben sich gleich zu Anfang mit Vorräten eingedeckt. Und außerdem haben ihnen ein paar Freunde, die nach Süden gegangen sind, all ihre Konserven und haltbaren Lebensmittel überlassen. Im Übrigen hätte er gehört, dass die ansässigen Farmer ihre Felder bebauen und auch schon wieder einige Lastwagen unterwegs seien. Es könnte schließlich nicht mehr so ewig so bleiben. Es reichte, Dads Stimme zu hören und das Brot in der Küche zu riechen, um mich gleich wieder ein bisschen optimistischer zu stimmen. Mom war super stolz, als die Brote aus dem Ofen kamen. Sie waren goldbraun und schmeckten viel besser als gekauftes Brot.
Mad fuhr mit dem Rad zu Mrs. Nesbit und zu Peters Praxis, um ihnen ihren Gaumenschmaus vorbeizubringen. Zum Abendessen gab es frisch gebackenes Brot mit Erdnussbutter und Marmelade, ganz dicke Scheiben und ganz dick bestrichen. Mom meinte, wenn wir so weiter essen, würden wir glatt noch Übergewicht und Mangelerscheinungen bekommen, aber das ist mir egal. Es war einfach köstlich. Und weil heute eben ein Glückstag war, hatten wir plötzlich auch wieder Strom. Und das um 7 Uhr abends, wo man ihn tatsächlich auch mal gebrauchen kann. Und er blieb für volle 3 Stunden. Mom wusch 3 Waschmaschinenladungen hintereinander und bekam 2 von ihnen sogar noch trocken. Ich saugte einmal durchs Haus und wir schickten das ganze Geschirr durch die Spülmaschine. Wir stellten die Klimaanlage an und kühlten das Haus runter. Und zur Krönung des Ganzen steckte Matt noch eine Scheibe Brot in den Toaster und wir knabberten alle ein Stückchen davon. Ich hatte schon vergessen, wie lecker Toast sein kann, außen knusprig und innen weich. Vor ein paar Tagen hat Matt einen echten, alten Schwarz-Weiß-Fernseher mit Zimmerantenne vom Dachboden geholt. Mom sagt, diese Antennen hätte man früher Hasenohren genannt, was ich ziemlich albern finde. Da es gerade Strom gab, schalteten wir den Fernseher an und bekamen 2 Sender rein. Mit unseren anderen Geräten haben wir überhaupt keinen Empfang mehr. Der Kabelanschluss ist komplett ausgefallen. Überhaupt mal ein Bild zu bekommen, war schon ziemlich aufregend. Der eine Sender war ein Kirchensender und der andere zeigte Wiederholungen von Seinfeld und Friends. Na, für welchen haben wir uns da wohl entschieden? Sitcoms gucken war so ähnlich wie Toast essen. Vor 2 Monaten gehörte beides noch so selbstverständlich zu meinem Leben, dass ich es nicht einmal bemerkt hätte. Aber jetzt fühlt es sich an wie Weihnachten, Ostern und die Zahnfee an einem Tag. Wir haben wieder saubere Laken auf den Betten, ein sauberes Haus, saubere Klamotten und sauberes Geschirr. Wir haben den ganzen Abend gelacht. Als wir ins Bett gingen, waren es keine 35 Grad mehr im Haus. Wir haben keinen Hunger. Wir müssen uns wegen Dad keine Sorgen machen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, von einem Jungen geküsst zu werden. Am liebsten würde ich diesen Tag nochmal von vorne erleben. Ich kann mir keinen schöneren vorstellen.